Guten Morgen zu unserem Ermutiger heute am Freitag, den 26. Februar. Wir singen jetzt ein Lied, was ich besonders gerne immer früher gesungen habe, und ich habe es wieder ausgegraben aus dem Liederbuch. Das Höchste meines Lebens ist dich kennen, Herr. Ein wunderschönes Lied, und ich hoffe, dass ihr alle mitsingen könnt. Unsere Tageslosung, sie steht heute in Amos 4, Vers 13. Siehe, der die Berge gemacht und den Wind geschaffen hat, der dem Menschen sagt, was er im Sinne hat, er heißt Herr Gott Zebaoth. Johannes 17, Vers 6 bis 7 ist heute der Lehrtext, und er ist aus dem Gebet, das Jesus für seine Jünger betet. Jesus betet: Ich habe dich den Menschen bekannt gemacht, die du mir aus dieser Welt anvertraut hast. Sie gehören dir, und du hast sie mir anvertraut. Sie haben dein Wort aufgenommen. Jetzt wissen sie, alles, was du mir aufgetragen hast, kommt wirklich von dir. Das ist der Anfang eines wunderschönen Gebetes im Johannesevangelium. Und was mich da besonders fasziniert hat, ist dieses Wort anvertraut. Jesus sagt, dass er den Menschen, die Gott ihm anvertraut hat, Gottes Wort nahegebracht hat. Wie ist das denn, wenn man so jemanden etwas anvertraut? Also ich werde nicht vergessen, wie ich das erste Mal einen Haustürschlüssel bekommen habe. Da haben meine Eltern zu mir gesagt: Marion, du bist nun alt genug, und wir vertrauen dir jetzt diesen Schlüssel an, weil wir davon überzeugt sind, dass du nun mit dieser Verantwortung umgehen kannst. Da war ich schon ziemlich stolz drauf, und ich wollte auch unbedingt dieser Verantwortung gerecht werden. Und man fühlt sich ja dann auch als Jugendliche gleich ein bisschen erwachsener, wenn man so einen Haustürschlüssel hat. Wenn man jemanden etwas oder eine Person anvertraut, dann glaubt man fest daran, dass es diese Person auch schafft, das zu erfüllen. Wenn ich einen Menschen oder eine Person jemanden anvertraue, dann habe ich bereits zu diesem Menschen eine Beziehung oder eine Bindung aufgebaut. Dann sind wir schon Wege gemeinsam gegangen, und ich habe ihn vielleicht dann auch schon beobachtet und habe gesagt: Ja, dem kann ich diesen Menschen oder etwas anvertrauen. Und in dem Wort anvertrauen steckt ja auch das Wort Vertrauen. Ich traue ihm, ich traue ihr das zu. Und genau dieses Vertrauen, diese Bindung, die hat auch Jesus zu seinen Jüngern aufgebaut.
Denn Jesus hat gebetet, Vater, alles, was du mir aufgetragen hast, ihn nahezubringen, kommt von dir. Jesus hat sich ihnen anvertraut, hat ihnen Gottes Persönlichkeit gezeigt und hat ihnen gezeigt, wie Gott wirklich ist. Und man merkt in diesem Gebet, dass Jesus die Menschen ihm sehr am Herzen liegen, die Jünger ihm sehr am Herzen liegen. Und deshalb lohnt es sich heute, ein bisschen näher in dieses Gebet hineinzuschauen. Denn dieses Gebet geht noch weiter. Da betet Jesus, mein Gebet gilt nicht dieser Welt da draußen, sondern denen, die du mir anvertraut hast. Das finde ich ganz toll, einen wunderbaren Gedanken. Das heißt aber auch vielleicht für uns, wenn uns Menschen anvertraut wurden, dann sollen wir vielleicht auch für sie beten. Und die Frage, die ich mir und vielleicht ihr euch auch stellt, habe ich das schon gemacht, für einen Anvertrauten gebetet? Und dann spricht Jesus davon, dass er diese Welt verlassen muss. Und da betet er, Vater, bewahre sie in deinem Namen. Und das ist auch so wichtig, gerade heute in dieser Zeit, auch für andere zu beten, dass sie bewahrt werden. Es gibt Menschen, für die bete ich jeden Tag um Bewahrung. Aber Bewahrung bedeutet eigentlich auch, man muss sie auch rausschicken ins Risiko. Und man muss sie dann vielleicht auch loslassen. Und sie freilassen sozusagen, dass man sich nicht zu fest sozusagen sie festhält. Wie zum Beispiel bei Kindern. Man traut den Kindern auch immer mehr und mehr zu, je älter sie werden. Und dann muss man sie irgendwann gehen lassen. Aber um Bewahrung, so wie Jesus es getan hat für seine Jünger, für die können wir immer beten. Und Jesus betete weiter, bisher habe ich sie beschützt, weil ich da war. Doch jetzt muss ich gehen. Ich will nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Und die Realität ist, das Böse gibt es in der Welt. Und umso wichtiger ist es, dass wir um Schutz und Bewahrung beten. Denn niemand weiß, was morgen sein wird. Das haben wir ja alles im letzten Jahr bitter erfahren müssen. Und einige Christen können auch heute nicht mit diesem Corona umgehen. Denn diese Corona-Zeit und dieses Coronavirus hat auch etwas mit uns Christen gemacht. Das muss ich auch leider immer wieder feststellen. Auch es hat auch was mit mir gemacht. Und Jesus wusste anscheinend ganz genau, was uns bevorsteht. Und deshalb betet er nach wie vor für uns, dass wir das Wichtigste nicht aus den Augen verlieren. Gott kennen, ihm dienen und ihn lieben, sowie den Nächsten wie uns selbst. Denn Jesus wusste, dass wir hier am angreifbarsten sind. Und die Frage, die richtet sich heute an uns. Was mache ich mit dem, was mir anvertraut wurde von Gott? Was mache ich mit den Menschen, die mir anvertraut worden sind, zum Beispiel mit deren Gesundheit? Wenn mir von Gott etwas anvertraut wird, dann heißt das auch, ich trage Verantwortung, dass es dieser Person weiterhin gut geht. Wir befinden uns in der Passions- und Fastenzeit. Und ich finde, das ist eine gute Zeit, um über solche Sätze nachzudenken. Und dieses Gebet von Jesus macht aber auch Mut und Hoffnung. Denn Jesus hat auch für uns gebetet und sagt, ich muss jetzt die Welt verlassen, aber ich schicke einen Tröster, einen Begleiter, den Heiligen Geist, und der sagt uns, was zu tun ist. Und das macht doch Mut, mit Gott offen zu reden, ihn zu fragen, wie es im Losungstext heute steht, was macht denn Sinn? Wie soll ich mich im Lockdown in Corona-Zeiten verhalten? Du hast mir Menschen anvertraut, wie soll ich mit ihnen umgehen? Und haben wir doch den Mut, uns heute oder am Wochenende mit diesen Fragen zu beschäftigen. Herr, wir sind dir anvertraut worden. Du hast uns schon so viel gezeigt und beigebracht. Aus dem, wie du gelebt hast, sehen wir, wie wichtig es ist, verantwortungsvoll umzugehen mit dem, was du uns anvertraut hast, ebenso mit den Menschen. Wir wissen, wie schwierig das gerade für manche ist.
Und deshalb bitten wir, Herr, bewahre uns vor dem Bösen. Schenke du uns Zusammenhalt, gerade auch unter uns Christen, und lass uns Vorbilder sein. Und diesen Zusammenhalt entdecken wir, indem wir gemeinsam zu dir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht mit dem Anvertrauten ins Wochenende und empfangt Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.